Wolfram Siepeck, 1928 bis 2016, Journalist, Autor D. Seltzer McKenzie, YouTube-Video. Wolfram Siepeck, Klammer auf, geboren 19. September 1928 in Duisburg, 7. Juli 2016 1 in Malbeck, Klammer zu, war ein deutscher Gastronomiekritiker, Journalist und Buchautor. Siepeck war der Sohn des Verwaltungsbeamten und späteren Wirtes Walter Siepeck. Er wuchs in Essen und Bochum auf. Das Kriegsende 1945 erlebte er als Flakhelfer in Norddeutschland, wo er in Kriegsgefangenschaft geriet. Die britische Armee internierte ihn einige Monate auf der Insel Fehmarn. In den ersten Jahren der Nachkriegszeit verdiente sich Siepeck seinen Lebensunterhalt mit dem Malen von Reklameschildern. Als 1948 zeitgleich mit der Währungsreform die WAZ gegründet wurde, bekam Siepeck dort eine Anstellung als Pressezeichner. Später arbeitete er zusammen mit seinem Freund Roland Topor. Aufgrund einer kleinen Erbschaft konnte Siepeck ab 1950 die Werkkunstschule in Wuppertal besuchen. In diese Zeit fiel auch seine erste Reise nach Frankreich. Als Willy Fleckhaus 1958 in Köln die Zeitschrift Dwen gründete, bekam Siepeck darin eine kulinarische Kolumne. Viele Jahre schrieb er auch für den Stern und die Zeit und für den Feinschmecker eine monatliche Kolumne. Außerdem publizierte er auch immer wieder als Restaurantkritiker. Bis 2011 verfasste er eine wöchentliche Kolumne in der Wochenzeitung Die Zeit, Klammer auf, in der Tiefdruckbeilage Zeitmagazin Leben, Klammer zu. Von 2011 erschienen seine Zeitbeiträge seltener und er schrieb bis 2015 den Blog Wo ist Klammer auf S Klammer zu, T. Siepeck, ein Reisetagebuch. 2 Privatleben. Siepeck war seit 1969 in zweiter Ehe 3 mit Barbara McBride Geb, Wilke, verheiratet. Sie brachte 3 Söhne aus ihrer erster Ehe mit dem Fotografen Will McBride mit. 4. 1969 ließ sich die Familie in Widdersberg am Ammersee nieder. Von hier aus starteten Barbara und Wolfram Siepeck ihre ersten kulinarischen Reisen, vor allem nach Frankreich. Anfang der 1980er Jahre zog die Familie nach Schondorf. Seit Ende der 1980er lebte Wolfram Siepeck mit seiner Frau Barbara auf der Burg Schloss Malberg in der Nähe von Freiburg im Breisgau. 5. Den Sommer verbrachten Wolfram und Barbara Siepeck in Puy-Saint-Martin, nahe bei Montelimar in der Provence. Werk. Wolfram Siepecks Kolumnen und auch seine Buchveröffentlichungen hatten laut eigener Aussage ein Ziel: Die Leser sollten erfahren und dafür sensibilisiert werden, dass Essen und Trinken von höchster Qualität sein müssen. Siepeck polemisierte in seinen Kolumnen und Büchern gegen Fastfood-Fertiggerichte, Lebensmittel aus den Discountläden, subventionierte Landwirtschaft und nicht artgerechte Tierhaltung, mangelhafte Tischkultur und die seiner Meinung nach schlechte deutsche Küche. 6. Sein Stil war satirisch, sarkastisch und oftmals absichtlich verletzend. 7. Auch an Selbstironie und Selbstkritik ließ es Siepeck in den essayistisch angelegten Artikeln nicht mangeln. Anfang der 1980er Jahre produzierte der Südwestfunk mit Siepeck eine 12-teilige Kochsendung. Dazu hatte der Dokumentarfilm Roman Brotmann angeregt, der auch Feinschmecker war. Für jede der Folgen wurden Spitzenköche zu Siepeck, der für sie ein Menü kochte, nach Hause eingeladen, so unter anderem die Sterneköche Mark H. Berlin, Emil Jung, Hans Stucki und Heinz Winkler. Das Menü wurde serviert, kommentiert und bewertet und die Profiköche ließen sich zu mancher ironischen bis beißenden Kritik hinreißen. Die Serie wurde aufgrund des Todes von Roman Brotmann eingestellt. 6. Aufgrund seiner zahlreichen Glossen in der Zeit und in der Süddeutschen Zeitung in den 1960er und 1970er Jahren und durch seine ersten Buchveröffentlichungen galt Siepeck damals als einer der witzigsten Glossen- und Geschichtenschreiber deutscher Sprache. 8. Beispielsweise parodierte er 1969 einmal die Musikrezensionen von Joachim Kaiser, indem er Münchens neueste Baustelle auf der oberen Leopoldstraße als kulturelle Veranstaltung betrachtete.
für die Leistungen der Mitwirkenden wie Alois Stiebel mit seiner Explosionsramme verwendete sie Peck dabei das Vokabular eines Musikkritikers, Klammer auf das noble, beseelte, fast schmerzhafte Staccato, das Stieb aus dem Nichts bzw. aus einem herrlichen Instrument holte, war von in höchster Reinheit, Klammer zu, und gab durch Einbeziehung von Straßenbahngeräuschen, Klammer auf Linie 43, Bahnhof Kaiser Joachim Platz, Klammer zu, einen deutlichen Hinweis auf den parodierten Neuen Ehrungen. 1991 ernannte ihn die Regierung von Frankreich offiziell zum Chevalier du Mérite Agricole. 2003 wurde ihm anlässlich seines 75. Geburtstags das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen. 2008, goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. Verschiedenes. 1981 widmete ihm die Neue Deutsche Welle Band Foyer des Arts mit dem Sänger und späteren Schriftsteller und Publizisten Max Gold das Lied Wolfram Siepeck hat recht. Fernsehporträts. 1997, Vorkoster der Nation, Fernsehreportage Deutschland 30, Buch und Regie, Ralf Gwinke Produktion, Spiegel TV, gedreht in seinem Haus in der Provence. Der Fernsehableger des Nachrichtenmagazins porträtiert den Feinschmecker und Gastronomiekritiker Wolfram Siepeck. Das Fernsehteam begleitet den Gourmet nach Frankreich und Baden und lässt ihn ausgiebig über Gott und die Esskultur philosophieren. 2004, Lebenslinien, der Küchenpapst, Wolfram Siepeck, Weltbürger und Grenzgänger, Fernsehreportage Deutschland 30, Buch und Regie, Evelyn Schills, Produktion, Bayerischer Rundfunk, gedreht in Malberg und der Provence. 10, 2006, Gero von Böhm begegnet Wolfram Siepeck, Gespräch Deutschland 30, Buch und Regie, Gero von Böhm, Produktion, Interscience Film, Dreisat. Gero von Böhm besucht Wolfram Siepeck in seinem Heim auf Schloss Malberg und spricht mit ihm über Fleischskandale und wie man guten Geschmack lernen kann, über Esskultur in Deutschland und anderswo und über seine Rolle als Vermittler zwischen Gast und Gastronomie.